Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Ja, wir werfen heute einen Blick in die Zukunft und schauen uns die, ja, für mich spannenden Neuerscheinungen aus dem Juni 2018 an. Denn der Mai, ja, ist ja jetzt schon so etwas mehr als der Hälfte um. Und ich denke, da bietet sich dieser Blick einfach mal an. Ja, ich recherchiere, die Frage kommt immer mal wieder. Auf Verlagsseiten, auf Lovely Books kann man sich Bücherlisten zu den neuen Monaten angucken. Natürlich auch über Amazon findet man Neuerscheinungen und natürlich einfach, ja, ich google natürlich durchaus auch mal meine Lieblingsautoren oder Buchreihen, und da erfährt man natürlich dann auch relativ schnell, wann vielleicht das nächste Buch erscheint oder der nächste Teil einer Reihe. Es bietet sich hier wirklich Lovely Books an. Ich finde, das ist hier wirklich eine ganz, ganz tolle Übersicht. Wenn man da eh aktiv ist, dann kann man über Bücherlisten den Monat, den man sucht, eingeben mit dem Jahr und findet dann eben unterteilt in Taschenbüchern und Hardcover die Neuerscheinungen. Und das ist tatsächlich so einer der gängigsten Blicke, wenn es nicht schon vielleicht die Verlagsvorschauen für ja, die jeweiligen Halbjahre sozusagen waren, wo ich mir natürlich auch Notizen mache, Screenshotte und ja, diese Sammlung dann eben zum Monat auch durchgehe. Ja, für den Monat Juni habe ich jetzt 5 spannende Bücher gefunden, worunter, glaube ich, eins eine Vorschau ist, eine Fortsetzung ist. Richtig, genau. Der neue Büchermonat sozusagen startet mit einem Buch am 1. Juni. Und zwar ist das neue Buch von Jenny Colgan. Von ihr habe ich ja jetzt im Mai Die kleine Bäckerei am Strandweg gelesen, den ersten und den zweiten Teil, beziehungsweise gehört. Und ich freue mich auf die kleine Sommerküche am Meer. Ja, ich wünsche mir natürlich auch so ein Wohlfühlbuch, wie es Die kleine Bäckerei war, die mir ja im ersten Teil sehr, sehr gut gefallen hat, wirklich ein kleines Highlight war, während ja der zweite Teil nur noch so okay war, weil er so ein bisschen übertrieben wurde und ja, mich nicht mehr ganz so, ja, begeistern konnte, dennoch unterhalten konnte. Und das ist hier der Auftakt auch wieder einer Reihe, denn es heißt hier im Nebensatz Floras Küche Band 1. Und ich denke mir, dass wir von Flora wohl allerhand hören, denn sie zieht vom quirligen London zur entlegenen Insel Moor. Nur widerwillig kehrt die junge Flora in ihre schottische Heimat zurück. Weder die unberührte Landschaft noch das glitzernde Meer können sie aufmuntern, während sie ihren geschwächten Vater und ihre Brüder versorgt. Doch dann entdeckt sie das alte Kochbuch ihrer verstorbenen Mutter, und als sie ein Rezept nach dem anderen ausprobiert, öffnet sich ihr Herz für die Sinnlichkeit des Essens, für die Schönheit der Natur und für einen neuen Anfang. Und auch hier überlege ich, ob ich das Buch hören werde, denn es wird ja von der gleichen Sprecherin vertont, wie es auch bei der Strandbäckerei sozusagen der Fall gewesen ist, und ich denke mir, dass das wieder was ist, was mir im Juni auf jeden Fall Hörspaß bringen kann, denn es ist auch hier wieder so ein bisschen eine Lebensgeschichte, die mir einfach ja, spannend erscheint, wo ich mich einfach freue, dass jemand so eine Leidenschaft entwickelt, wie wir es ja bei den anderen Büchern beim Backen hatten, haben wir es hier beim Kochen, und ja, es ähnelt sich, und es könnte durchaus sein, dass Floras Geschichte auch der, ja, im Grunde von dem Strandweg, von der Bäckerei sehr ähnlich ist. Dennoch glaube ich, dass diese Geschichten einfach so ein bisschen was, ja, zum Denken anregen, einen so ein bisschen mitschwingen lassen, und ich hatte ja unglaublichen Hunger ständig bei der Bäckerei, und ich könnte mir auch vorstellen, was hier die Flora kocht, dass man da auch ständig über Essen nachdenkt, und vielleicht hat man dann weniger Hunger und isst weniger, wer weiß, vielleicht taugt das was zur Bikini-Figur sozusagen. Ich freue mich sehr, denn ich mochte wirklich den Schreibstil von Jenny Colgan und mochte eben auch die Sprecherin und glaube, dass ich das auf jeden Fall auch hören werde. Das nächste Buch erscheint ebenfalls am 1. Juni und ist von Guillaume Musso, wie auch immer, und zwar Das Atelier in Paris. Ja, bei Musso ist es ja so, dass ich, ist es ja so, dass mich manche Geschichten unglaublich packen und begeistern und erfreuen, und ich aber auch schon, ich glaube, 3 Flops hatte, die mir gar nicht wirklich gefallen haben, ich glaube sogar abgebrochen wurden. Dementsprechend ist das auch ein Autor, wo ich so ein bisschen überlege, ob ich da zum neuen Buch immer greife oder nicht. Ich habe auch noch 3, 4 von ihm auf dem Sub und finde aber wieder Das Atelier in Paris mega, mega spannend, und es entführt uns ja auch in eine Stadt, die ich unglaublich gerne mal sehen und kennenlernen möchte. Und es heißt hier eben auch so schön, ein abgelegenes kleines Atelier am Ende einer Allee, mitten in Paris. Hier hat sich die Londoner Polizistin Madeleine eingemietet,
um eine Weile abzuschalten. Doch plötzlich sieht sie sich Gaspard gegenüber, einem mürrischen amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es einen Irrtum, denn auch er hat das Atelier gemietet, um in Ruhe schreiben zu können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an welchem besonderen Ort sie geraten sind. Das Atelier gehört einst einem gefeierten Maler, von dem aber nur noch 3 Gemälde existieren sollen. Alle 3 verschollen und unermesslich wertvoll. Als sie sich gemeinsam auf die Suche nach den Bildern begeben, wird ihnen schnell klar, dass den Maler ein grausames Geheimnis umgibt. Für Madeleine und Gaspard beginnt eine spannende Jagd, die von Paris nach New York führt und sie nicht nur mit ungeahnten menschlichen Abgründen, sondern auch mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert. Und das klingt einfach wieder nach einer Geschichte, die mich begeistern kann. So ein bisschen wieder diese verschiedenen Genres, die wir haben. So eine Lebensgeschichte, Thriller, ein bisschen Krimi, ein bisschen Liebe, ein bisschen was Spannendes. Und ich glaube, dass das Muso einfach unglaublich gut kann und ich mich hier auf jeden Fall freue, wenn ich das Buch lese oder vielleicht sogar höre. Ich bin da noch ein bisschen unentschlossen, weil ich glaube, das wird auch gesprochen von dem, der die Cain und Abel-Reihe vertont hat. Und das ist ja von Richard Barenberg. Und ich glaube, dass auch diese Stimme einem eine wundervolle Geschichte erzählen kann. Und da würde ich mich definitiv auch drauf freuen. Und weiter geht es dann am 4. Juni mit Ein Himmel voller Bücher von Amy Meyerson, einer Autorin, von der ich noch nichts gelesen habe. Dennoch die Geschichte super spannend fand, denn wir haben hier ein bisschen eine Lebensgeschichte, die auch was mit Büchern und einer Buchhandlung zu tun hat, und ich denke, wir starten hier mal mit dem Klappentext. Eine bunte Postkarte aus Malibu, eine alte Ausgabe von Shakespeares Der Sturm und der kleine chaotische Buchladen Prospero Books in Los Angeles. Die junge Lehrerin Miranda Brooks staunt nicht schlecht über das einzigartige Vermächtnis ihres Onkels Billy. Schon immer hat er ihr Rätsel aufgegeben. Warum hatte ihre Familie den Rücken gekehrt? Warum spricht ihre Mutter nie über ihn? Miranda folgt der Spur der Botschaften, die er für sie versteckt hat und die sie nicht nur in die Welt der Bücher führt, sondern ihr Leben von Grund auf ändert. Es geht hier um Bücher, es geht hier um ein Familiengeheimnis und die Geschichte spielt, wie mir scheint, in den USA rund um Los Angeles. Und schon hatte mich die Geschichte sozusagen. Ich mag es ja, so Lebensgeschichten zu lesen und finde das auch immer perfekt, so für den Frühling, Sommer. Und kann mich da eben an einem Tag, an dem es sonnig ist, so halb sonnig, halb schattig sozusagen, irgendwo in den Garten legen und mich auch in Geschichten verlieren. Und das wünsche ich mir natürlich von dieser Geschichte. Ich kenne von Amy Meyerson noch nichts, weiß jetzt auch gar nicht, ob das ihr Debütroman ist oder ob das schon ihr zweites, drittes, viertes Buch oder wie auch immer ist. Ich fand aber den Klappentext sehr, sehr spannend, hat mich sehr angesprochen und so ein bisschen was für zwischendurch finde ich im Sommer eben auch ganz schön. Das nächste Buch, was am 11. Juni erscheint, ist dann der dritte Teil einer Reihe und zwar Zerbrochene Krone. Die Chroniken der fallenden Stadt ist ja hier die Reihe von Lauren DeStefano. Ich werde jetzt natürlich nicht den Klappentext des dritten Teiles irgendwie vorlesen, das könnte durchaus spoilern. Ich selbst habe den Klappentext auch nicht durchgelesen, obwohl ich ja schon den zweiten Teil kenne und ich finde diese Jugend-Science-Fiction-Reihe unglaublich gut und mir gefällt sie, mir macht sie Spaß. Mich hat sie von den ersten Seiten an gepackt und auch wenn der zweite Teil so gegen Ende in eine Richtung ging, wo ich dachte, hoffentlich wird das nicht mehr, weil es eben in eine Reihe ging, in eine Richtung ging, die mir nicht ganz so liegt bei Jugendbüchern und ich denke, ich habe dazu bestimmt schon ein bisschen mehr in der Bücherwoche damals verraten und dennoch bin ich gespannt, wie diese Geschichte weitergeht, wie sie ausgeht. Ich bin total gespannt, was es im Grunde wirklich mit unserer fallenden Stadt, flammendes Land war der zweite Teil, was es damit auf sich hat. Wir haben hier ja Jugendliche begleitet, die von ihrem Planeten, der oberhalb der Erde schwebt, im Grunde da eben nicht mehr so richtig glücklich waren und allerhand Dystopisches im Grunde auf diesem Planeten Internet sozusagen passiert und wir begleiten diese Jugendlichen eben durch ihren Alltag, durch all die Dinge, die ihnen passieren und das natürlich durch zwei Teile, die natürlich in eine Richtung gehen, die man erahnt hat. Es ist jetzt nichts komplett Innovatives, dennoch sehr spannend geschrieben und wirklich eine düstere Zukunftswelt, die mir unglaublich gut gefallen hat und deswegen freue ich mich jetzt auf Zerbrochene Krone. Ebenfalls am 11. Juni erscheint Walk Away von Cory Doctorow.
ich hoffe, man spricht ihn jetzt so aus, ein Buch, ja, das ich irgendwie per Zufall, ich glaube, beim Verlag entdeckt habe und was mich ja durch seinen Science-Fiction-Aspekt sehr, sehr angesprochen hat. Und ich merke auch tatsächlich, dass nach einer Zeit, wo jetzt die Wohlfühlbücher sozusagen waren und die sind immer noch definitiv ein bisschen Science-Fiction in mein Leben kommen muss, sollte und das auch, ich glaube, dann... Ja, noch nicht ganz, ja, dass das Fantasy dann auch wieder ein bisschen näher kommt. Aber Walkaway ist ein Science-Fiction-Roman und es heißt Die nahe Zukunft. Der Planet ist vom Klimawandel gezeichnet. Die moderne Gesellschaft wird von den Ultrareichen regiert und die Städte haben sich in Gefängnisse für den normalen Bürger verwandelt. Doch es ist auch eine Welt, in der sich Lebensmittel, Kleidung und Obdach per Knopfdruck produzieren lassen. Warum also in einem System ausharren, das die Freiheit des Menschen beschränkt? Vier ungleiche Helden machen sich auf den Weg in die Wildnis. Dort suchen sie Unabhängigkeit, Glück und Selbstbestimmung. Was sie aber stattdessen dort finden, stellt ihre ganze Welt auf den Kopf. Den Weg zur Unsterblichkeit. Ja, und ich glaube, jeder, der so ein bisschen meine Science-Fiction-Vorliebe kennt, der wird jetzt wissen, dass das absolut nach mir schreit. Es hat wieder einen Hauch Dystopie, es wirkt spannend, es scheint sogar ein Hauch Humor darin zu sein, auch wenn man es noch, ja, allein was das Cover so, wie das aussieht, da könnte man schon meinen, irgendwer hat sich was dabei gedacht. Nicht umsonst sieht es, glaube ich, auch einfach so aus und es klingt einfach mega spannend, was diese vier Helden wohl finden werden, was ihnen da unsterblich gibt und ja, wie sie dem System sozusagen entrinnen und ja, also manchmal habe ich ja das Gefühl, ich möchte auch diesen ganzen Systemen entrinnen. Vielleicht gibt es hier eine kleine Anleitung in die Wildnis und wie man das tun kann. Es klingt auf jeden Fall sehr spannend und ich bin total neugierig auf die Science-Fiction-Geschichte und freue mich da im Sommer wirklich drauf. Und das waren sie nun, meine 5 Neuerscheinungen für den Juni und ich bin mega, mega gespannt auf die Bücher. Es ist auch, denke ich, eine schöne bunte Mischung geworden und ja, es sah so aus, dass nicht allzu viel anderes Spannendes sozusagen zu finden ist, was ja durchaus gut ist, wenn man den Sumpf ein bisschen schrumpfen lassen möchte und ein bisschen weniger Bücher als Neuzugänge haben möchte, als dass man dann auch gelesen hat, was ja vorwiegend eigentlich das Ziel ist, wenn es auch nicht immer so klappt, wie ich mir das vorstelle. Auf welche Bücher im Juni freut ihr euch? Welches der Bücher, die ich euch vorgestellt habe, fandet ihr spannend? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.